Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Film von Arthouse, der von Studiokanal im Vertrieb von Play-On Pictures in den Handel gebracht wurde, mitgebracht. Und zwar handelt es sich dabei um Brian De Palmas 1993 entstandenen Film Carlito's Way. Das ist ein Gangsterfilm. Na, es ist kein Gangsterfilm, es ist ein Ex-Gangsterfilm, in dem unser guter Al Pacino die Hauptrolle spielt. Also nach Scarface, nach Der Pate kam dann hier Carlito's Way. Und Carlito's Way, man könnte fast sagen, das ist so eine Art Fortsetzung von Scarface, wobei klar ist es nicht, ne? Also kann man ja schlecht fortsetzen mit der gleichen Figur, aber es ist so etwas wie eine, man könnte sagen, ja, lass den Schluss von Scarface weg und dann haben wir hier, ne? Ist auf jeden Fall so ungefähr dieser Stil. Ja, und dieses Mediabook ist seit dem 20. Juli 2023 im Handel erhältlich. Am gleichen Tag kam auch eine Blu-ray im Keepcase in den Handel. Aber wer die 4K haben möchte, der muss auf diese Mediabook-Version zurückgreifen. Wobei ich persönlich als Filmfan bin ja ohnehin der Meinung, eine schöne Sonderverpackung macht den Film erst schön. So, und jetzt mache ich das, was viele Sammler nicht mögen. Ja, Sammler hassen diesen Trick. Ich packe das Teil aus dafür hier einmal rein und dann hat es geklappt. Ja, geschrien hat er jedenfalls. So, ich mache das jetzt seit neuestem immer mit dem Zahnstocher, weil ich habe irgendwie, ich hatte das Messer neulich hier, aber ich weiß, es ist wieder weg. Aber mit dem Zahnstocher geht auch nicht so viel kaputt. Auf die Idee hat mich mein Kollege Jörn gebracht, der hat nämlich auch ausgepackt hier auf diesem Kanal und das dann halt mit dem Zahnstocher gemacht. Und ist eigentlich eine gute Sache, ja, weil wie gesagt, geht nicht so viel kaputt. So, wenn wir es rausnehmen, ja, das schmeißen wir erstmal weg und ja, dann haben wir hier direkt diese, ich hätte wollte sagen C-Card, nein, das ist eine J. Welches in Welt? Ich wollte gerade sagen, wer hat das denn gemacht? Wer ist denn auf diese glorreiche Idee gekommen hier? Ach Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ich habe jetzt gerade einen Moment gedacht, irgendein Vollidiot hätte hier einen Klebestreifen drum gemacht. Es sieht aber auch so aus, oder? Als hätte man hier. Ich will jetzt nicht sagen Tesafilm, aber so eine Art Kle ja, hier einfach drum gepackt. Nein, es ist aber nur so, es ist so zum Abziehen. Oh, und gerade eben habe ich noch gesagt, welcher Vollidiot hat das gemacht? Und jetzt muss ich mich revidieren. Hey, welches Genie ist denn da drauf gekommen? Ernsthaft? Also das ist doch toll. Das hält die J-Card hier an Ort und Stelle. Ja, weil ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr sie auspackt und ihr legt das dann wieder drumherum. Entweder ihr schneidet hier ab und legt dann das Vorlageblättchen hier rein. Oder aber ihr stellt es drumherum und dann klappt das immer hier so um. Sieht kacke aus im Regal. Aber hiermit haben wir das gelöst. Ich meine, gut, man könnte ja auch noch eine Umverpackung. Es gibt ja Leute, die packen die dann wieder in so Klarsichthüllen ein, wie man auch Comics einpackt. Ja, jeder wie er mag, ne? Kommt auf jeden Fall so oder so nichts dran. Das hier finde ich schon mal geil. Ja, wir haben also eine C-Card drumrum liegen und da sehen wir unten drauf hier Al Pacino, Sean Penn im Gangster-Epos von Brian De Palma mit einem 32-seitigen Booklet, Mediabook restauriert in 4K. Ja, wir haben auch die Ultra HD mit drin und die Blu-ray. Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, ist die Blu-ray ebenfalls restauriert in 4K oder nicht? Weiß ich nicht, aber ich bin jetzt auch gar nicht sicher. Ich meine, es gäbe gar keine Blu-ray-Veröffentlichung des Titels. Und ja, dann kann man nicht sagen, ist die alte Blu-ray drin, weil es gibt keine. Dann wird das wohl auch so sein. Bietet sich ja an, ja. Ansonsten wäre es ja Mumpitz. So, hinten drauf haben wir eine Inhaltsangabe, ein paar Bilder aus dem Film. Hier ein kleiner Werbetext. Dann hier unten, hier haben wir auch nochmal, hier sind noch mehr Schauspieler dabei, ja. Nicht nur Sean Penn und Al Pacino, sondern zum Beispiel auch Viggo Mortensen. Penelope Ann Miller ist auch noch dabei und der Rest fällt mir jetzt gerade nicht ein. So, dann haben wir hier noch das Bonusmaterial aufgeführt. Hier haben wir die Credits und hier unten die Produktspezifikationen und hier auch. Ganz interessant, es handelt sich um eine limitierte Auflage. Und die ist nicht nur limitiert, sondern auch nummeriert. So, und das hier ist die Nummer 1948. So, ich kann jetzt aber nicht sehen,
auf wie viel Stück das limitiert ist. Ne? Also ich sag mal so, 1948 von 2000 ist ganz gut. 1948 von 1 Million nicht so. Aber gut, ich kann es nicht sehen. Wenn ihr es seht, das ist ja manchmal so, ich kann das nicht immer sehen. Ich habe hier nur so einen kleinen Monitor vor der Kamera und wenn ich das auspacke, ich achte auf so viele Sachen und so Kleinigkeiten, die entfallen mir dann schon mal. So, wir schauen uns jetzt das Mediabook an. Da haben wir eine Spottlack-Veredelung drauf. Das heißt, der Al Pacino hier vorne, der ist mit Spottlack veredelt. Ansonsten auch hier hinten. Ich sehe nicht, das könnten Bilder aus dem Film sein. Die sind aber so ein bisschen verfremdet. Sieht auf jeden Fall aus wie gemalt. Finde ich schon mal cool. So, auch der Titel Pacino und Carlitos Way ist mit Spottlack. Der Rest ist matt. Und vielleicht auch ganz interessant zu wissen, es ist ja ein Mediabook von Play-On Pictures, aber es hat die Standardgröße eines Mediabooks. Das heißt, es ist so groß wie ein Mediabook üblicherweise ist, also in DVD-Größe und nicht in Blu-ray-Größe. Play-On Pictures hat ja gerne mal früher die Mediabooks in, oder Kochfilms hießen die ja damals, die hatten ja so eine eigene Größe. Jetzt haben sie aber hier die Größe, die die meisten anderen Hersteller ebenfalls haben, was ich persönlich super finde. So, dann haben wir hinten Favor gonna kill you faster than a bullet. Was heißt das? Geschmack? Geschmack bringt dich schneller um als eine Kugel oder was? Favor? Ne, was heißt Favor? Ich weiß, ja, mein Englisch, ja, korrigiert mir, ne, Favor, das heißt ja Flavor, ja? Ich hab keiner. Was heißt Favor? Ja, mein Englisch ist nicht so gut, so. Aber ich habe im Barbie-Film auch jetzt erfahren, ich war im Kino, eine Fremdsprache zu lernen ist kulturelle Aneignung. Ja, so, hinten haben wir nochmal ein schönes Artwork drauf, finde ich auch ganz, ganz toll. Es hätte auch vorne gut drauf ausgesehen, fast sogar besser. Auf dem Spine haben wir draufstehen Carlitos Way und hier guckt uns nochmal, ach, ich sehe das gerade, wie cool. Ja, seht ihr, das hätte ich fast übersehen. Es ist ein durchgängiges Bild, hätte nicht vorne drauf besser ausgesehen, es geht nämlich durch. Das ist schön, gefällt mir gut, also wir haben ein durchgängiges Motiv auf der Außenhülle. Schicke Sache, toll. Wirklich, also wirklich schön. So, dann gucken wir uns das Ganze von innen an. Vorne haben wir die 4K Ultra HD Disc drin liegen, die so ausschaut. Und da hat man, ich will nicht sagen, bei Cape Light abgeguckt, das machen ja auch andere, aber da hat man das Layout der Disc dem farbigen Innendruck angepasst. Das heißt, wenn wir die hier reinlegen, zack, ist das Bild immer noch zu erkennen. Finde ich toll. Was heißt da? Ja, es ist eine Kleinigkeit. Es sind so diese Kleinigkeiten, die mich erfreuen. Ja, das hier ist etwas, wo ich sage, ja, das ist schön, das gefällt mir, das macht mich glücklich. Das ist so der kleine Monk in mir. Noch besser wäre es natürlich, wenn die Disc schon richtig drin liegen würde, aber das können wir ja korrigieren. Ja, aber jetzt drehe ich die hier nicht, ich hole die erstmal raus. Wenn ich sie rauskriege, das ist immer, so beim ersten Mal ist immer ein bisschen blöd. So, da haben wir sie schon. Die schaut so aus. Hinten haben wir dann die Blu-ray drin liegen. Jetzt hätte ich fast DVD gesagt, DVD gibt es hier keine, ja, aber auf DVD gibt es den Titel, soweit ich weiß, ja auch schon. So, die schaut so aus, die Blu-ray, auch die passt wieder zum Innendruck und dann legen wir die mal rein. So, dann schauen wir mal hier, es sieht so aus, jawohl, das Plastiktray ist direkt auf dem Mediabook auf der Außenhülle angebracht, also nicht erst auf den Deckel drauf geklebt und dann hier reingepappt, sondern direkt drauf. Ist auch nur so eine Kleinigkeit, stört auch nicht, aber ich finde es trotzdem schön so. So, dann haben wir mal das die Bewegung. Oh, ja doch, hier ist sehr, oh doch, schaut euch das mal an, hier ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Rauf, runter, eieieiei. Naja, okay, gut. Achso, ganz interessant zu wissen, der Film ist übrigens Arthouse Shop exklusiv, ja, also wenn ihr jetzt wollt, kriegt ihr den natürlich auch bei Onkel Jeff. Onkel Jeff nimmt euch aber da aktuell 66 Euro für ab, während der im Play-On Shop gerade mal 35 Euro kostet und das ist ein Preis, wo ich sage, ja, das passt, aber Onkel Jeff, naja, ihr wisst, es ist auch nicht wirklich Onkel Jeff, sondern irgendwelche Scalper, die Teile dann da als Drittanbieter verticken. So, und das ist eine Schweinerei, muss man nicht gutheißen, tue ich auch nicht an dieser Stelle, deswegen sage ich euch das, kauft ihn im Arthouse-Shop, der kriegt er ihn zum Normalpreis.
Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr zu viel Geld habt, woanders hingehen und da mehr bezahlen. Ihr könnt aber auch mir, unten ist so ein Patreon-Dingens hier, könnt ihr mir auch ein bisschen was zukommen lassen und ich kaufe mir davon eine Kiste Bier und ihr kauft euch den Film im Player-Shop, da haben wir alle was davon. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, und es fängt an mit einem doppelseitigen Bild aus dem Film, das leider nicht so richtig scharf ist. Also das ist jetzt hier direkt, dass man sagt, Leute, ja, ich meine, was stand hier? 32-seitiges Booklet. Ja, geil, aber wenn da jetzt nur Bilder drin sind aus dem Film und die so aussehen, dann brauche ich auch kein Booklet. Dann kann ich mir den Film angucken, habe ich die Bilder auch. So, ja, das hier, ist das ist schön. Ja, das ist das Artwork der Keepcase-Version, die ebenfalls erschienen ist. Und ich glaube, das war auch damals das Kinoplakat, wenn ich mich nicht sehr irre. So, wir schauen uns das jetzt mal an. Das Papier, mir fällt es auf, ist leicht dünn, aber das ist bei Playon ist das üblich, das Papier. Das hat also von der Qualität her die gleiche Qualität wie bisher. Wir sehen auch hier, es ist nicht 100% sauber gearbeitet. Ja, hier kommt also schon, das ist eigentlich schwarz, kommt die Rückseite rum. Das ist also nicht ganz optimal, also nicht ganz richtig sauber gearbeitet, aber noch im Rahmen. Die Schriftgröße finde ich persönlich akzeptabel. Was heißt akzeptabel? Ist gut. Die Schriftgröße ist gut, man kann das lesen, ohne die Lupe reinholen zu müssen. Für meinen Geschmack glänzt das Ganze etwas zu sehr, aber das ist ja nur mein Geschmack. So ein Bild zum Beispiel, ja, das finde ich super. Weil, ja, das ist nicht aus dem Film, hier steht ja Al Pacino. Und ich glaube nicht, dass dieser Stuhl hier, wo er drauf sitzt in den Drehpausen, dass der im Film zu sehen ist. Weil so schlampig arbeitet Brian De Palma eigentlich nicht. Das heißt, das ist ein Behind-the-Scenes-Bild und dann, das gucke ich mir gerne an. Auch wenn wir da jetzt nicht wirklich viel drauf sehen, aber das finde ich schöner. So, dann haben wir hier auch den Hintergrund, dass es so ein bisschen so auf Pergament ist. Das gefällt mir gut, würde natürlich noch besser aussehen, wenn es matt wäre. Aber ja, jammern auf höchstem Niveau, das kann der Michi gut. So, dann sind wir hier auch schon in der Mitte angekommen. Hier, wenn das Bild sich so eingliedert in den Text, finde ich das okay. So, oder hier haben wir jetzt auch ein Bild aus von den Dreharbeiten, würde ich mal sagen. Ja, das ist schön. So, das ja, okay. Ja, okay, lasse ich mir gefallen. Ja, ist auch eingebaut. Alles in allem also ein Mediabook, sicherlich mit kleineren Macken, aber es ist auch ein schönes Verhältnis von Text zu Bild, finde ich. Es ist auch nicht so schlampig gearbeitet. Wir sehen jetzt hier, wälzt sich das so ein bisschen. Es wird wahrscheinlich das gleiche Werk sein, das die Mediabooks herstellt, dass die auch für Cape Light. Nein, die kleben die ja auf diese Pappdeckel drauf. Also, ich weiß es nicht, wo es herkommt. Ist auch egal. So, jetzt haben wir hier schon wiederholt doppelseitige Texte. Das finde ich gut. Ja, also großartig ist es nicht, aber solide ist es auf jeden Fall. Und was ich auf jeden Fall begrüßen muss, ist, dass das Mediabook die richtige Größe hat. Ist ja bei Playon Pictures eine Ausnahme. Und vor allen Dingen, es ist nicht so dick wie die anderen Playon Pictures Mediabooks, so dass man das Booklet hier auch schön umblättern kann, ohne dass man hier direkt eine Delle hat. Also alles in allem, im Vergleich zu früheren Produkten von Playon durchaus eine erhebliche Steigerung hier. Der Spotlack brauche ich persönlich auch nicht, aber ist natürlich ein schönes Gimmick. Die Verarbeitung gut, ein bisschen dünn, aber ansonsten gibt es hier nicht viel zu meckern. Und der Film, großes Kino. Ja, so. Das war's für heute. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wie es jetzt weitergeht. Ihr müsst jetzt unten auf den Daumen drücken, unten auf Abonnieren drücken, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Die Glocke drücken, damit ich euch auf die Glocke gehen kann und dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, seid schlau, schaut blau und bleibt geil.